Als diese Musik noch in den Kinderschuhen steckte, waren Sie, Sie oder Sie vielleicht noch gar nicht geboren. Elektronische Meditationen nannte man das damals. Der Berliner Beitrag hieß und heißt Tangerine Dream. Weltweit ein Begriff. Viele Musiker haben in der Vergangenheit in dieser Band gespielt. Geblieben ist Edgar Froese. 1989 sucht er zusammen mit jungen Musikern eine Marktlücke zwischen New Age und No Speak.